Ausgangssperre 21. Der tägliche 5-Minuten-Impuls in der Corona-Zeit. Aufgrund der Körperlänge oder Körperbreite macht einem diese Türe Probleme. Sie ist zweifellos die kleinste Kirchentür der Welt. Und, man wundert sich, sie öffnet einen Kirchenraum, der weltberühmt ist. Durch diese schmale Pforte betritt man die Geburtskirche unseres Herrn Jesus Christus in Bethlehem. Warum hat ausgerechnet diese Kirche so eine kleine Eingangstür? Natürlich gibt es einen Grund, warum diese Tür so klein ausgefallen ist. Man wollte verhindern, dass Soldaten mit ihren Pferden und ihren Waffen einfach in die Kirche einreiten können. Doch es gibt eine viel schönere theologische Begründung, weshalb die Grabeskirche in Bethlehem durch so eine kleine Tür zu betreten ist. Wer diese Kirche betreten will, muss sich klein machen. Denn wer den menschgewordenen Sohn Gottes begegnen will, muss das Haupt neigen seiner Hochmut, seines Stolzes. Wer das Kind, das hier an diesem Ort geboren wurde, begegnen will und in die Augen blicken will, muss sein Knie beugen, um es auf Augenhöhe sehen zu können. Ja, wer den großen, unendlichen Gott begegnen will, muss sich wie er unendlich klein machen. Jedes Jahr an Weihnachten werden die Namen der engagierten Christen von Teublitz und Saltendorf zur Krippe getragen. Die Mönche der Abtei Dormitio in Jerusalem gehen in der Heiligen Nacht zu Fuß von Jerusalem nach Bethlehem und haben eine riesige Schriftrolle mit abertausend Namen dabei. Diese Namen werden, wie hier auf dem Bild zu sehen, an den Geburtsort Jesu gelegt. Denn diese vielen tausend Engagierten in ganz Deutschland stehen dafür, dass Weihnachten nicht nur im Dezember gefeiert wird, sondern das ganze Jahr. Diese engagierten Christen legen Zeugnis dafür ab, dass Gott Mensch werden will, jeden Tag, durch uns. Diesen engagierten Christen ein herzliches Vergelt's Gott für den Dienst in den Pfarrgemeinden und darüber hinaus.